Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer. Stellen wir uns Integration als eine lange, schwere, etappenreiche und sehr wichtige Wanderung vor, an deren Ziel alle in Deutschland lebenden Menschen die gleichen Chancen auf Bildung und Arbeit haben. Mit dem Haushaltsentwurf 2013, den die Landesregierung vorgelegt hat, stehen wir am Anfang. Was nicht heißen soll, dass wir noch nicht begonnen haben, loszulaufen. NRW hat als einziges Bundesland einen eigenen Integrationsausschuss. NRW verfügt auch über einen eigenen Integrationshaushalt. Darüber hinaus findet Integration natürlich auf vielen Ebenen und in allen gesellschaftlichen Teilbereichen statt. Beispielsweise in Kindergärten, in der Schule, in der Ausbildung, an der Universität, im Beruf, der Familie oder im Musik- oder Sportverein. Oder auf einer anderen Ebene, beim Kampf gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. In all diesen Politikfeldern und den dazugehörigen Haushalten finden sich Maßnahmen, die in einem weiteren Sinn der Integration dienen. Eine erste größere Etappe wäre es, die Integrationsmaßnahmen zu bündeln, zu verzahnen, um die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen zu erhöhen. Wenn es zudem gelingen könnte, Migrantinnen und Migranten frühzeitig und nahtlos mit individuell passenden und aufeinander aufbauenden Integrationsmaßnahmen zu unterstützen, wären wir dem Ziel mit Sicherheit ein großes Stück näher. Mit dem Integrations- und Teilhabegesetz sowie den 9 Millionen Euro im Haushalt für die kommunalen Integrationszentren ist die erste wichtige Etappe in die richtige Richtung bewältigt. Aber wie das in den Bergen beim Wandern so ist, selbst die besten und erfahrensten Wanderer verlaufen oder verirren sich. Bereits seit 15 Jahren laufen die Bundesregierung und die Oppositionsparteien bei der so wichtigen Frage der Staatsbürgerschaft in die falsche Richtung. Natürlich verstehen wir, dass man sich in so manchen konservativen Nebelbänken der CDU verlaufen kann und sich bei der Optionspflicht zeigt. Aber wie Ihnen bekannt ist, stehen wir als Wegweiser bei diesem Thema gerne zur Verfügung. Wie aus SPD-Kreisen verlautet, gibt es bei unserem Antrag noch Erweiterungsbedarf. Erweiterungsbedarf, ach, wir sind ja im Integrationsausschuss, ist das ja der kuschelige Ausschuss, wo wir eigentlich alle an einem Strang ziehen, oder? Deshalb würden wir es außerordentlich begrüßen, wenn Sie im Rahmen eines Änderungsantrags Ihre Vorschläge einbringen und wir diese dann gemeinsam in unserem Antrag integrieren könnten. Hierbei würde sich gelebte und vor allem vorgelebte Integration zeigen. Und wenn die Philosophie dieses Hauses, eine Politik der ausgestreckten Hand, das nach außen spiegeln kann, dann kann das nur Vorbild für die Bürger dieses Landes sein. Meine Damen und Herren, der Aufwand für humanitäre Leistungen, um mit den zunehmenden Flüchtlingsströmen fertig zu werden, ist eine der Kraftanstrengungen der nächsten Jahre. Aber auch die legalen Zuwanderungen, die ab dem 1. Januar 2014 aus den neuen EU-Ländern zu erwarten sind, werden eine große Herausforderung darstellen. Dieser Haushalt 2013 bildet leider in keiner Weise präventive Maßnahmen ab, die aber von der Landesregierung unternommen werden müssten, um die kommenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Hier ignorieren Sie die Wegmarkierungen und werden später mühsam die steilen Wege der nächsten Haushalte Schritt für Schritt erklimmen müssen. Meine Damen und Herren, wie ich zu Beginn meiner Rede bereits sagte, stehen wir am Anfang einer langen, schweren, etappenreichen und sehr wichtigen Wanderung. Und obwohl wir mit dem Haushalt 2013 erst am Anfang stehen und bereits verschiedene Umwege gehen mussten, bedeutet das nicht, dass wir generell in die falsche Richtung wandern. Wir stimmen dem eingeschlagenen Weg und somit dem Haushalt 2013 für den Teilbereich Integration zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.